Dann schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid hier zu dem Freiwurst-Talk auf der, ja, aus dem Wurst-Talk, genau, auf der Freifunkbühne oder wie heißt das, Open Infrastructure Stage hier? Die Wurstbude offiziell jetzt. Ja, erstmal vielen Dank an Freiwurst für die Einladung hierher. Es gibt hier einen Freifunk, ne? Ich habe mich schon so dran gewöhnt, an Zuhörding. Es gibt später Wurst, also ich hoffe, ihr bleibt auch zahlreich. Wie ihr seht, wir haben ein paar Folien vorbereitet und ich würde sagen, wir fangen damit jetzt mal an. Es wird hier interaktiv, visuell und bunt. Mehrere Farben. Ja, um was geht es auf unserem Talk? Also erstmal fangen wir an. Das ist Marc, ich bin Jan und mit ein paar anderen zusammen hier im Raum sind wir Freiwurst. Ein internationales Team, was ungefähr das gleiche macht wie Freifunk, bloß mit Wurst. Es geht also um die Wurst. Und es gibt es seit 23 Jahren. Man sieht hier die ganzen Kongresse, wo wir waren. 2018 werden wir auch wieder da sein. Das Motto, ja, mal schauen, das announcen wir später noch. Ja, und jetzt ist die Frage, warum Freiwurst? Ne? Warum machen wir nicht Freifunk? Und dafür, ne, ich denke, das ist eine valide Frage hier auf dieser Bühne. Da haben wir was vorbereitet für. Und zwar, ja, machen wir weiter. Ja, hier sehen wir die Bedürfnispyramide von Hans-Peter. Kannst du mal die nächste Folie noch? So, und wir haben die annotiert natürlich, damit man auch das versteht. Ja, genau. Ist ja klar, ne? Ist ja interaktiv. Ja, also zuerst ganz unten, hier gibt es die Grundbedürfnisse. Und? Ja, im Gegensatz zu Wi-Fi stehen wir mehrere Bedürfnisse. Einmal die Grundbedürfnisse, damit ist einfach der Hunger weg. Ja. Sicherheit. Eine Wurst ist sicher. Wir müssen uns nicht um irgendwelche WPA-Schlüssel oder sonst was kümmern. Wurst ist an sich sicher. Ja, wir wissen ja alle, ne, das S in IoT steht für Security und Wurst hat ein S drin. Wurst ist sicher. Ne? Absolut. So, dann soziale Bedürfnisse. Was können wir da leisten? Ja, was nicht. Ich meine, wer auf der Freiwurst-Assembly war, der hat gesehen, es kommt jeder vorbei, außer Veganer. Und selbst Veganer. Selbst Veganer, die, naja, meistens sogar ganz freundlich. Also es ist selten, dass Veganer jetzt wirklich böse sind auf uns. Wir hatten auch schon Veganer, die Wurst gegessen haben. Das stimmt. Also genau, also kein Ei, das ist richtig. Kein Honig. Und wir hatten, ich glaube, letztes Jahr im Kongress gab es eine Veganerin, die diese Argumentation auch überzeugend fand und danach wirklich die Wurst gegessen hat. Und sie meinte, endlich versteht mal jemand die Definition von vegan. Wir hatten auch genügend Vegetarier, die Wurst schon mitgenommen haben und verschenkt haben. Ja, es ist immer ein gutes Geschenk. Ja, dann haben wir die Individualbedürfnisse. Ja gut, ist eigentlich offensichtlich. Es gibt einfach mehr Wurst als WLAN-Standards. Es gibt Ione, Salami, Bierwurst, Schinkenwurst. Schinken ist übrigens keine Wurst. Ja, also ich meine, die IEEE, die arbeitet hart dran, das zu übertreffen, ne? Also man weiß es nicht, AC, was haben wir jetzt alles noch da mit Sachen, Prä-Standards, die keiner kennt. Aber da kennt ihr besser als wir. Na, dann gibt es noch den letzten Punkt, Selbstverwirklichung. Ja, ist eigentlich auch eine ganz klare Sache. Ich meine, mit Wurst können wir auch basteln. Also wer die Wurst Enterprise gesehen hat, genau. Der kann selber kreativ werden. Der kann, vielleicht gibt es noch einen Wurst-Sternzerstörer, würde ich mich drüber freuen. Genau, also wer es noch nicht kennt, der muss bei Wurst Vegas mal nachher vorbeikommen und kann dann mal die Wurst Enterprise erspielen. Das ist übrigens der Jackpot, da gibt es sehr viel Wurst. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wieso ist Freiwurst wichtig? Warum brauchen wir das überhaupt? Ich meine, also ganz klar, also das Hauptproblem, was wir jetzt so auf dem Kongress und auch auf verschiedenen... Nicht so schlimm, wir können das Freestyle. Also eins der Hauptprobleme, was wir festgestellt haben, der Himmel kocht vegan. Und genau, also der Himmel, der kocht vegan. Und wir haben einmal Freiwurst vom Himmel gemacht. Und die Engel, das waren die besten Kunden. Ne? Jeder Engel immer einmal, jetzt brauche ich erstmal eine Wurst, ist noch was Ordentliches zum Essen. Oh, wunderschön. Ja, dann, wer die letzten Tage Nachrichten verfolgt hat, es gab das Wurstkartell. Ne? Ja, aber mit uns gibt es kein Wurstkartell. Genau, also wir sind frei, jeder kann seine Wurst machen, wie er will. Keiner hat uns Wurst abgegeben, leider. Also Preisabsprachen haben sie auch nicht mitgemacht. Freiwurst ist immer noch umsonst.
Ja, genauso teuer wie vorher. Hat sich nichts geändert. Und wir fördern natürlich die, ich führe halt das mal hier hoch, ne? Die dezentrale Blockwurstverteilung. Steht das hier? Blockwurstversorgung. Blockwurstversorgung. Dann kann man das sogar sehen, ja. Genau, deswegen ist Freiwurst wichtig. Ja. Willst du noch was hinzufügen? Nö. Passt. Das passt. Sehr gut. So, was haben wir als nächstes? Fangen wir die nächste Folie gleich mit Rechtschreibfehler. Zeigen wir gleich noch Finanzierung, schreibt mal mit N. Generell, Freiwurst ist frei, so wie freies Bier. Also, sprich, wir nehmen keine Spenden. Auf generell, keinen Fall. Außer in Wurst. In Naturalien spenden, Naturalien sind okay. Also es gab einmal den Fall, da hat uns jemand 2 Euro gespendet. Wir waren dann so frei und haben ein Schild gravieren lassen damit. Genau. Das ist aber auch das einzige Mal, dass wir Spenden angenommen haben und es tut uns leid. Genau, also jetzt auch, das war ein harter Fall. Der ist gekommen und hat das Geld hingeworfen und ist dann weggelaufen. Und wir haben den nicht mehr gekriegt, weil da waren wir nicht drauf vorbereitet. Wir haben das Geld aber 2 Stunden liegen lassen und keiner wollte es mitnehmen. Es wollte wirklich auch keiner Geld haben. Also das war in den Anfangszeiten von Freiwurst auch wirklich ein Problem. Mach den Deckel zu. Neuer Strom wird geliefert. Wieso neuer Strom? Weil der Strom ist kaputt. Ach so, es gibt neuen Strom. Das ist gut. Ja, ja, echt, machen die das, ja? Ah. Ah. Ah, das hilft. Guck mal, dann könnt ihr auch den Rechtschreibfehler sehen. Wir haben das hier von uns hat jemand vorhin gefragt, ob wir Lehrer sind, und das mussten wir leider verneinen. Deswegen haben wir uns einen Lehrer gesucht, der uns für die Sachen korrigiert. Und die Rechtschreibnazi hat hier was gefunden, erstaunlicherweise. Genau, also am Anfangszeit der Freiwurst war es wirklich ein Problem, die Freiwurst zu verteilen, weil die Leute haben gesagt, warum verteilt ihr Freiwurst? Warum geben die hier Wurst? Warum verteilen die hier Wurst? Deswegen haben wir uns gedacht, wir brauchen ein neues Motto, nur Freiwurst ist schlecht. Dieses Jahr sehr, sehr in Glücksspiel. Lootboxen und so weiter, das ist der Trend dieses Jahr. Und wir gehen mit der Zeit, deswegen welcome to Fabulous Wurst Vegas. Hier haben wir ein schönes Blockschaltbild für Wurst Vegas gebaut. Man sieht da oben, das ist eine Slot-Maschine, die kann man da vorne spielen und man kann eine Wurst gewinnen. Man sieht ja sehr schön hier die Symbole, Wurst, das ist bestimmt auch eine Wurst und noch eine Wurst, da kriegt man eine Wurst. Das ist ein Bongdrucker, da kommt dann der Wurstscher raus, weil die Wurstausgabe ist getrennt und IoT, ne, ist alles gefährlich. Deswegen haben wir das auch professionell um eine Wurstlänge geairgapped und machen den Transfer über den Bong sozusagen. Die Ausgabe funktioniert dann so, ne? Hier ist der Wurstshooter. Das ist hier einmal von vorne und einmal von links, hier die Funktionsweise. Hier kommt die Wurst, die wird hier oben eingefüllt, liegt dann so und wird dann hier unten ausgegeben, wenn man den Wurstscher hier unter den QR-Code-Scanner legt. So sieht das von der Seite aus. Die Würste liegen idealerweise so, wenn es keine Bruchwürste sind wie bei uns und die sich verkanten, dann funktioniert das manchmal nicht ganz so gut. Aber in einer idealen Welt funktioniert das immer. Bei uns funktioniert es immer. Bei uns funktioniert es immer. Wir hatten noch nie Wurst. Ja. Der Mechanismus Ende zu Ende verwurstet? Der ist voll verwurstet. Also verwurstet. Ja. Die Frage ist genau, ist das Ende zu Ende verwurstet? Ja. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand sich nicht merken kann, welchen Wurstscher er schon eingesetzt hat und welchen nicht, eine Frage, die eigentlich noch nie jemand ausprobiert, glaube ich, und diesen QR-Code hier nochmal scannt, haben wir diesen komplizierten Mechanismus entwickelt. Da fährt dann dieses schöne Schild hier, Invalid QR-Code, fährt dann hoch und wird dann sichtbar und in das Sichtfeld des Benutzers gefahren, sozusagen, ja. Soweit praktisch der Status quo. Der Wurstshooter funktioniert schon im 2. Kongress. Ich denke, jeden Kongress wird er besser. Problemlos. Und jetzt kommen wir praktisch zur Zukunft. Wo will Freiwurst hin? Ne? Also, weil... Ganz genau, ich habe schon gehört... Nein, wir nennen es Kryptowurst. Und wir sind wirklich froh, wir konnten dafür einen Experten gewinnen. Sven, da drüben. Ja, wir wollen uns erstmal bei dir bedanken. Du wolltest eine Beefy Roll. Ja.
Er ist nämlich unser ausgewiesener Freiwurst-Krypto-Experte. Er kennt sich aus mit Blockwurst und Wurstchain. Ja, genau. Also wir haben schon Logo-Design. Das ist, haben wir gehört, ist das Wichtigste, wenn man irgendein neues Projekt startet. Erstmal ein Logo, dann Geld einsammeln und dann kann man sich um Rest kümmern. Ne? Und das haben wir heute schon getan. Das heißt, es ist schon fast fertig. Wir haben die Wurstchain, die hier kurz dargestellt ist. Das ist ärgerlich, ja. Wir nehmen keine Spenden, aber... Ja, wir arbeiten noch am Businessmodell. Ja. Ja, es ist jetzt ärgerlich mit diesem Gerät. Das ist ein Polylux. Hat man uns gesagt, also Overhead-Projektoren heißen hier Polylux im Osten. Das war auch nicht so einfach, Overhead-Folien zu finden. Also leider... Leider müssen wir die nächsten eigentlich zeigen, oder? Gibt's da? Die nächste ist wichtig. Die nächste ist echt wichtig. Die nächste ist wirklich wichtig. Deswegen. Sollen wir sie durchreichen? Wir können Wurst verteilen. Kleine Unterbrechung. Kleine wir verteilen einfach Wurst in der Zeit. Wir haben hier unsere Wurstengel. Nee, wie heißen die? Wie hast du die genannt? Messehostessen. Messehostessen. Unsere Messehostessen verteilen jetzt hier Wurst. Jeder nimmt sich eine Wurst, ja. Extra scharf. Kinder müsst ihr mal gucken, aber sonst... Ja, bei Kindern wird es schwierig. Aber bitte später bei uns vorbeikommen, wir haben auch noch andere Wurst. Genau, also... Wir hatten haben auch wir keine? Doch, Wurst geht nie aus. Wurst haben wir was. Letztes Jahr auf dem Kongress hatten wir auch andere Sachen. Was hatten wir da? Hatten wir andere Sachen? Ne, da hatten wir doch auch sogar nicht Wurstsachen. Da hatten wir doch so Zuckerdinger. Wie ist das? Wir sind Freiwurst. Das war... Zumindest mit Gelatine. Das war mit Gelatine, es war nicht vegan. Brause nennt sich Brause sowas. War das, genau. Das ging auch gut. Brausestäbchen, ja genau. Brausewurst. Ja. Wir geben dem Gerät noch ein bisschen was. Ich hoffe, ihr habt alle Wurst. Wer hat noch keine Wurst? Eine Wurst da rein, ja? Ich weiß nicht, wie es dann nachher riecht. Ja, komm, wir machen den wieder zu. Die haben uns auch gewarnt, haben gesagt, der geht manchmal aus, aber wir haben ihn nicht geglaubt. Ja. Dann werfen wir jetzt das Bild hier auf. Also, das muss noch abgedeckt werden, weil sonst sieht man ja schon den ganzen Witz. Ne? Wir machen das in Papier. So gehört das. Also, ne, wir müssen jetzt mit dem technischen Kongress hier. Also erstmal Wurst, es geht um physikalische Wurst, wie ihr jetzt gerade alle in den Händen haltet. Könnt ihr alle mal probieren. Aber die Zukunft ist nicht physikalisch, das wissen wir alle. Die Zukunft ist virtuell und in der Cloud. Das heißt, unser aktuelles Modell sieht so aus. Hier ist Wurst Vegas, jetzt wie draußen dargestellt, alternativ. Kann man auch so einen Wurstschaf finden. Das geht dann in die Wurst-Cloud. Da müssen wir kurz unten aufdecken, weil sonst sieht man das nicht. Jetzt haben wir erklärt. Es ist die Professional Organized Resilient Cloud. Pork. Und dann der Wurst-Shooter, der macht dann halt wieder P-Wurst aus der V-Wurst. Ne? Also auch VW kurz, Vorwurst. Und da kommt dann wieder physikalische Wurst raus, wenn man den Wurstschein hinterher hat. Aber das ist kein Modell, was Zukunft hat. Die Zukunft ist in Krypto. Deswegen haben wir die Kryptowurst erfunden, das ist die C-Wurst. Und dann kriegt man in Wurst Vegas eine Kryptowurst und die geht dann in die Wurst-Chain hier. Und jedes Mal, wenn jemand eine Wurst kriegt in Wurst Vegas, kommt hinten eine neue Wurst an die Wurst-Chain. Und wenn jemand eine abholt, wird die vorne abgeholt, diese Wurst. Und das hat den praktischen Vorteil, dass die Wurst immer frisch ist. Ich meine, sonst, man kennt das, man holt sich 10 Kilo Wurst und irgendwann wird die schlecht. Ne? Wenn wir die nicht mehr essen, in der Wurst-Chain passiert das nicht. Ah, das ist eine gute Frage, wo wird die Wurst geräuchert? Dazu müssen wir ausholen. Wir haben mal angefangen mit Beefy statt Wifi. Ne, das war auf dem Camp angebracht, das Wifi hat nicht so gut funktioniert. Aber aus markenrechtlichen Gründen haben wir uns dann irgendwann entschieden, nur ein Hersteller, das ist nicht Open Source und wir sind hier auf einer Hackerveranstaltung. Deswegen sind wir jetzt Open Source. Wir akzeptieren Würste von allen Herstellern, solange es Wurst ist. Jetzt kommt wieder dein Einsatz hier. Mein Einsatz? Ja, zu Wurst. Schinken ist keine Wurst. Und, ja. Was auch nicht? Mortadella ist auch keine Wurst. Was? Mortadella? Aber Haggis. Haggis ist Wurst. Wer hat, kann gern mitbringen. Genau. Ja, das... Ja, erzähl. Mach du. Also, ganz klar, die Frage war, was ist der Unterschied zwischen Blockwurst und Wurstchain? Also, wir haben hier das gleiche Problem wie Bitcoin, ne? Irgendwann wird es zu groß alles und deswegen packen wir diese Chain immer in Blöcke und speichern die dann im Kühlschrank, weil sonst wird Wurst halt schneller schlecht, ne? Und da braucht man eine Unit für, ist ja klar.
Was ist, wenn dann irgendwann doch mal eine Hartwurst passiert in eurer Wurstchain? Oh, gute Frage. Also wenn es einen Hardfork gibt mit Hartwurst und einer so einen Kühlschrank mitnimmt, ja, das ist ungünstig. Da muss man so ein paar Blöcke entfernen. Ne? Also wir hatten auch schon einen Wurstdiebstahl hier. Es ist uns vorher noch nie passiert, aber diesem Kongress das erste Mal Wurstdiebstahl. Ja, einzigartig. Also wenn ihr jemanden in weißem Kittel seht, ja, bitte fragt ihn nach der Wurst, wir hätten sie gerne wieder zurück. Also Wurst-Witnesses. Wurst-Witnesses, ja, die suchen wir. Die Wurst kann man auch meinen, ja. Also wir kooperieren da mit dem Fleischerhandwerk und kann man auch Links auf unserer Webseite finden, freiwurst.net. Ist, also ich habe gehört, Freifunk hat die mehr oder weniger nachgebaut. Das ist, ja, aber ist okay. Wir sind Open Source, wir teilen gerne alles, auch Wurst und Webseiten. Genau, und das Fleischerhandwerk, das kann Wurst meinen, das haben wir gehört. Leider haben wir keinen Fleischer in unseren Reihen, aber wir würden gerne Fleischer aufnehmen. Also wir würden da gerne mehr Skill aufbauen in unserem Team, ja. Mach mal weiter. Wenn der Fleischer vegan ist, dann lebt er wahrscheinlich nicht, ne? Also vegane Wurst, das weiß ich nicht, das wäre schon ein Hardfork, glaube ich. So, ja, natürlich, wir sind hier wissenschaftliches Projekt, ne? Und wir haben das Wurst-Down-Chart entwickelt. Das ist hier praktisch Day 0. Ne, das Day 0 ist da hinten. Hier ist Day 1, 2 und 3. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Also es ist nicht aktuell, das müssten wir jetzt mal aktualisieren. Drückst du bitte mal F5, Oni? Ja, das wäre jetzt gut. Also man sieht hier, das sind die Wurstvorräte. Also hier ist praktisch die Wurst auf der Achse. Und auf der Achse ist die Zeit jetzt, ne? Wir sind hier mit maximalen Wurstvorräten. Was haben wir? 8000 Würste, glaube ich, gestartet. Und jetzt sieht man, hier sind nur so relativ gerade Dinger. Das hat sich dann ein bisschen geändert hier. Hier haben wir Wurst Vegas in Betrieb genommen. Und man sieht, die Ausschüttungsrate ist ziemlich konstant. Also das mit dem Zufall in JavaScript, das hat gut funktioniert. Mittlerweile, genau jetzt eben gerade, das muss jetzt auch einzeichnen, wo wir hier Wurst verteilt haben. Da geht es ja rapide runter. Wir haben aber fast keine Wurstschar dafür verteilt. Ah, doch, virtuelle Wurstschar, stimmt. Ja, Krypto-Wurst. Und verteilt haben wir sie auch. Aber man sieht, hier ist halt der Wurst-Even-Point. Da ist sozusagen an Day 3, muss man sagen, relativ spät. Einzeichnen, genau. Das heißt, eigentlich haben wir zu langsam Wurst verteilt, wenn man das jetzt so statistisch sieht. Aber deswegen haben wir diesen Talk und da verteilen wir dann mehr Wurst. Und heute werden wir es auch richtig krachen lassen und die ganze Wurst raushauen. Das ist das Ziel. Es geht um die Wurst, genau. Oh ja, wir haben den Zeitpunkt auch bestimmt. Es gab zum Beispiel hier auch eine traurige Phase. Hier so ab 6 Uhr war nämlich, sagen wir mal, out of Wurst. Und dann erst heute Morgen haben wir sie wieder nachgefüllt. Das sieht man auch ganz klar auf dem Chart hier. Ne? So, rot geht nicht. So, und jetzt haben wir gedacht, naja, das ist jetzt so eine einfache Statistik und es geht ja um Big Wurst heute. Ne? Das heißt, mit Daten kann man mehr machen. Daten sind Geld, Daten sind Macht. Und dann haben wir das noch ein bisschen aufgearbeitet hier. Wie ist denn diese Wurstverteilung zustande gekommen? Und wie könnte man das schöner machen als erstens die Möglichkeiten, eine Wurst zu kriegen. Also wie kriege ich einen Wurstscher? Da gibt es drei Kanäle aktuell. Per Twitter, da gibt es beim Stratum 0 so einen Twitter-Drucker und der druckt hin und wieder so Wurstschers aus, wenn jemand Freiwurst twittert. Ja, hervorragend. Hat funktioniert. Ich denke, das kann man aber noch hochskalieren. Also das ist relativ wenig so. Wurst Vegas hat erst an Tag 2 gestartet, hat aber trotzdem einen ganz schön guten Anteil bei den Coupons. Und die verteilten Coupons, die wir hier einfach auf dem Gelände verteilt haben, sind Jan, groß. Ich glaube, da fehlt Farbe. Da fehlt Farbe. Ja. Oh, gut. Danke. Du, dass du mich dran erinnerst. So, hier, ne? Gleiche Farbe, gleicher Kanal. So, jetzt gucken wir uns das aber hier an. Wer hat denn seinen, also wo ist die Conversion Rate gut? Also welche User waren uns hier treu sozusagen? Die haben ihren Wurst ja auch benutzt. Und da ist ein ganz anderes Bild. Also man sieht hier, Wurst Vegas bringt fast die Hälfte unserer Conversions aus. Ne? Also die von den Wurst Vegas Coupons wurden fast alle eingelöst. Also außer wenn jemand Jackpot hatte und die mitgenommen hat. Oder wir hatten so ein paar Kinder, die haben hier 25 Coupons gewonnen hier. Und die hatten viel Spaß. Einer hat gesagt, er ist Vegetarier, hat die Wurstschuss mitgenommen und verteilt. Ja, weil genau, viele Leute haben gesagt, ja, ich bin zwar Vegetarier, aber Glücksspiel ist trotzdem gut. Und
generell, Glücksspiel, das hat sich echt bewährt, gerade in den jungen Generationen. Wir erfüllen hier einen Bildungsauftrag. Ne? Gemeinnützigkeit steht auf der Agenda. Und erstens, wir führen die junge Generation früher ans Glücksspiel ran. Das ist wichtig und ist kostengünstig bei uns. Ja, also man kann so viel spielen, wie man will. Ich denke, wir haben das mit den Wahrscheinlichkeiten gut getuned, dass man gewinnt häufig genug, aber auch nicht zu häufig. Das läuft. Der Reward ist gut, also das, was gut macht, gut süchtig. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben Kindern beigebracht, was gut ist. Weil es gibt so Bilder, es gibt Wurst, es gibt die Wurst Enterprise, es gibt eine Karotte, einen Turnschuh. Ist noch was? Nee, ich glaube nicht. Nee, ist was. Ein Fisch, genau. So, und Karotten sind schlecht, Fische sind schlecht, Turnschuhe sind auch schlecht. Das Einzige, was gut ist, ist Wurst. Darauf haben die Jugend hier schon konditioniert. Also das ist ein ganz klarer Bildungsauftrag hier. Ich möchte ja mal anmerken, dass Twitter eine 100% Conversion Rate hat. Ja, nicht 100. Twitter hat eine gute Conversion Rate. 100 nicht, aber die ist ziemlich gut. Ja, das stimmt. Die haben alles gegessen. Sehr gut. Ja, gute Leute. Also ich denke, die sollten wir hier schon loben. Den Stratum 0, das machen die gut. Nächstes Jahr verteilt ihr noch mehr. Sehr gut. Ja, machen wir weiter. Was gibt's sonst noch? Wenn man keine Wurst mag, was macht man so? Ne? Also, wir haben noch Tochterprojekte. Ja, wir haben Tochterprojekte. Einmal GNU Linux. Die macht auch Wurst, aber nur mit Rind und Geflügel. Sieht man auch ganz klar in Logos. Dann natürlich Freifunk, unser kleines Tochterprojekt. Ich habe bei denen ganz ehrlich noch keine Wurst gesehen. Ich denke, es ist fleischlos. Wir arbeiten dran, ja. Okay. Gibt's Meshwurst? Das wäre cool eigentlich. Also wir haben auch schon den Wurst Access Point, das gibt's schon bei Freiwurst. Aber es gibt noch nicht das Wurst Mesh. Ne? Also wenn ihr da noch eine zündende Idee habt, da würden wir noch Input machen. Ja, von Nachbar zu Nachbar, aber mit Abgeißen ist halt nicht so hygienisch. Ne? Also, ja, wenn ihr noch gute Ideen habt, wir sind immer offen und immer da. Ja, nehmt da gerne Feedback. Ja, haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Stimmt, genau. Ja. Ganz wichtig. Unsere ANQ-Fragerunde. So, und zwar haben wir schon mal die ANQ vorbereitet hier. Und dazu haben wir schon mal hier Antworten vorbereitet. So, und jetzt... Die Antworten, ich gehe durch, damit jemand die Frage stellen kann. Ja, genau, du darfst die Frage... Genau, geh mal rum und guck mal. Also die Antwort ist, Freiwurst enthält weder Ei, Honig noch Milch. Ja, gib dem Mann das Ist Freiwurst vegan? Ja, sehr gut, sehr gut. Gib dem Mann eine Wurst. Sehr gut. Ja, die nächste Frage. Im Prinzip ja, schmeckt aber nicht so gut. Was könnte die Frage sein dazu? Ja? Meine eigene Wurst produzieren. Die Frage war, ganz schön eklig, eigene Wurst produzieren? Also wenn du es kannst, schmeckt es gut. Deswegen vielleicht. Kann man auch anderes essen? Kann man auch anderes essen? Ist nicht schlecht, ja. Aber nicht fast, also fast, ja. Mortadella. Nee, Mortadella geht nicht. Machen wir mal auf, dann löst wir es auf. Es ist eine der häufig gefragten Fragen hier. Also, ja, kann man. Steht ja da. Genau, das ist auch so eine, wir haben sehr häufig gefragt und die Antwort ist, wir sind ein hypermodernes Startup. Unsere Analysen haben ergeben, dass es einen Wurst-Gap gibt. Unser Geschäftsmodell basiert auf Wachstum. Was könnte die Frage sein? Möchtet ihr an die Börse gehen? Die Frage war, möchtet ihr an die Börse gehen? Die Antwort ist ja, das ist nicht die Antwort. Oh, fast, so ähnlich ist die Frage, ist meistens auf ein... Das ist ungefähr ungefähr die gleiche Frage, ja. Aber die Frage ist ein Wort nur. Ein Wort. Ein Wort ist die Frage, das hören wir sehr häufig. Warum? Ja, genau, warum ist die Frage. Das ist, gib dem Mann eine Wurst, gib dem Mann eine Wurst. Ja, natürlich geht es noch weiter, weil so ein paar mehr Fragen gibt es schon noch. Was ist die Antwort? Das ist eine gute. Ja. 1965 mit Gemini 3. Was könnte die Frage sein? Sehr gut. Ob wir im Weltraum waren? Wir, ist fast ganz, wir, nicht ja. ganz. Ja, die Frage war Wurst schon im Weltraum? Gib dem Mann eine Wurst. Ja.
Kaufe Wurst, verteile sie unentgeltlich. Du kannst auch deine lokale Community unter deinestadt.freiwurst.net gründen. Das ist der Freiwurst-Gedanke. Was ist euer Erfolgsrezept? Wie kann ich Freiwurst unterstützen? Ja, richtig. Wie kann ich Freiwurst unterstützen oder wie kann ich mitmachen? Das ist die Frage. Gib dem Mann eine Wurst. Ja, jetzt kommt noch eine harte hier. Ja. Selber lesen. Nah dran. Ja, fast, ein bisschen. Aber es geht um die Wurst. Gibt's Freiwurst auch mit Zwiebeln? Das ist die richtige Frage. Gebt dem Mann eine Wurst. Ja. Insofern habt ihr gut gemacht. Die meisten Fragen waren richtig. Wir nehmen aber gerne auch noch mehr Fragen, denke ich. Ne? So zwei, drei. Sollen wir es umdrehen? Sollen wir es umdrehen? Ja, ihr dürft auch fragen, ja. Wie viel Wurst deckt den Tagesbedarf eines erwachsenen Nerds? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also es gibt halt ein Limit. So, es gibt so ein Limit, wie viel Salz man essen sollte am Tag. So eine Wurst enthält relativ viel Salz, ne? Aber auch viele Kohlenhydrate. Ich denke so drei, vier Packungen, ja. Dann ist man safe, denke ich. Noch ein paar Bier dazu, damit man das Salz wieder rauskriegt und dann ist man safe. Freiwurst ist... Drei Wurst reicht, meinst du? Also gut, der Kollege sagt drei Wurst. Okay, da ist der Experte, glaube ich. Ja, weitere Fragen? Mir ist aufgefallen, ihr habt dieses Jahr schon eine Chili-Wurst oder sowas gehabt. Plant ihr das auszubauen im Rahmen der Diversität, eine spanische Chorizo oder eine chinesische Wulst aufzunehmen oder sowas in der Richtung? Aktuell haben wir normale Beefy, würzig und extra scharf. Ja. Mehr haben wir jetzt gerade nicht geplant, aber wir sind offen für alles. Du kannst jederzeit deine eigene Freiwurstausgabe starten und verteilen, was du möchtest. Genau. Wie steht ihr zur Librewurst? Also, Librewurst, ich denke, das ist ein gutes Modell, ne? Also auch die Wurst auch noch selber zu machen, ne? ist eine vernünftige Idee. Würden wir auch verteilen, wenn es die Lebensmittelsicherheit des Kongresses hier zulässt. Ich meine, wenn ihr letztes Jahr geguckt habt, wir waren drin. Und wo waren die Foodhacker? Weitere Fragen? Ja. Ja, gib dem Mann ein Mikrofon. Wie sieht's mit Grillwurst aus? Grillwurst, ja, also in dieser Halle denke ich, wir haben drüber nachgedacht, ne? Wenn man da hinten sprayen darf. Dann können wir auch grillen. Jawohl! Oder ja. Ganz klar. Ja, weitere Fragen. Welche Wurst ist die beste Wurst? Welche Wurst ist die beste Wurst? Freiwurst. Ja, Freiwurst ist die beste freie Wurst, ja. Aber man kann auch fragen, welcher Router ist der beste Router? Ja. Welche Wurst nicht gut ist, kann ich dir auch sagen. Aber ja, Mortadella. Ist keine Wurst, sehr gut. Leute haben aufgepasst hier. Ja, nein, also wir sind hier frei für alle Würste. Ja, erzähl. Gibt es Nachwuchspläne? Wurst macht Schule, Wurst-Dojo. Ich will immer nur das gleiche Gebiet bleiben hier. Also meinst du, ob wir jetzt sozusagen, ob wir horizontal oder vertikal diversifizieren wollen oder was ist ja, da? Genau, also horizontal wäre ja praktisch, wir machen die Wurst selber, ne? Und dann das Grillen wäre ja auch noch horizontal, vertikal, ne? Und horizontal wäre, wir verteilen andere Sachen. Davon werden wir absehen, denke ich. Vertikal ist alles möglich. So, ne? Bisschen, also Schlachten werden wir auf dem Kongress nicht dürfen, denke ich. Wie sieht es aus mit Richtwurststrecken? Richtwurststrecken? Ja, also, wir haben ja diesen provokanten Namen gewählt mit dem Wurstshooter. Ne? Jeder, der ihn gesehen hat, der schießt es raus, aber halt nicht so schnell. Und wir haben bisher immer das Problem, dass wir vorher nicht so genau wissen, wie die Wurst aussieht, weil das so
die, wie soll man das, die preisgünstige Wurst ist von Beefy, nämlich der Bruch aus der Fabrik. Und deswegen können die kürzer, länger, dicker, dünner sein, das weiß man vorher nicht. Wir hatten auch mal ganz kleine zum Beispiel, und deswegen ist das schwer auszulegen. Aber rein theoretisch wäre das natürlich möglich, das zum Beispiel mit Druckluft zu regeln oder so. Und dann ist Richtwurst kein Problem, ne? Bis da hinten in die Halle, wer braucht hier Seidenstraße, ne? Also. Genau so haben wir auch schon getestet. Also wir haben schon Wurst schon über die Seidenstraße verschickt. Ja. Abholen muss man eben selbst. Ja, Wurst über die Seidenstraße wäre auch cool. Wir können ja nächstes Jahr mal fragen, ob wir dazu, ob wir einen Anschluss kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, wir nehmen so 500 Gramm Millionen und ab in die Seidenstraße. Direkt, ja. Direkt. Ist gut, ja. Ja, wir haben eine Frage hier vorne. Warum macht man Wurst? Warum macht man Wurst? Das ist eine gute Frage, ne? Also ich meine, du kennst ja bestimmt auch zum Beispiel Spinat, Kohlrabi oder solche Sachen, die schmecken nicht so gut, ne? Wurst ist halt eine Sache, die schmeckt gut. Und deswegen macht man Wurst. Noch eine Frage? Wie steht ihr zur Amateurwurst? Amateurwurst, ja. Wurstamateure, ja, also wenn es keine hygienischen Sachen, die dagegen sprechen gibt, dann sind wir dabei. Ne? Das Problem ist, wenn wir da Wurst haben und niemand schmeckt die, dann ist halt irgendwie auch schlecht. Ne? Ansonsten, wenn die schmeckt und hygienisch ist, warum nicht? Also im Rahmen der Amateurwurstlizenz ist es okay? Amateurwurstlizenz kannst du bei uns erwerben. Kein Problem, ja. Ich habe auch noch eine Frage zu Freiwurst. Ja. Kriege ich eine Wurst? Du kriegst eine Wurst. Gib dem Mann eine Wurst. Ansonsten kannst du gerne in Wurst Vegas zocken. Man muss die Wurst nicht essen, man kann auch zocken ohne Wurst essen, aber mit Wurst ist es besser. Würde ich dann bitte eine Extra-Wurst bekommen? Extra-Wurst ist aus. Extra-Wurst haben wir nicht mehr hier. Wie sieht das aus mit der Legalität von dem Ganzen? Gibt es da Darkwurst? Darkwurst, ja. Das ist eine gute Frage. Also, reden wir bei dir mit rein. Mach mal. Es gibt Blutwurst, die ist ziemlich dunkel. Das stimmt, ja. Also es gibt eine dunkle Seite. Man kann da ja auch Sachen reinmachen, die da nicht reingehören. Gemüse, weiß ich nicht. Käse. Oder Käse in der Wurst, ja, das gehört da eigentlich auch nicht rein, ja. Ja, weitere Fragen. Seid ihr auf das Wurst-Käse-Szenario vorbereitet? Ob das Wurst-Käse-Szenario, ob wir darauf vorbereitet sind? Ach so, du meinst, wenn die Käse-Invasion startet, ja? Also, ja, die Käse-Kalypse. Wurst? Ja, dann ab in Fleischwurst, würde ich sagen. Wird zwar keine Wurst, aber es regelt den Rest. Ja, weitere Fragen? Ja, dann würde ich sagen, wir danken dem Publikum für die ganzen Fragen hier. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und einen schönen Restkongress morgen. Wurst verteilen wir noch ein bisschen, glaube ich. Wenn wir noch haben wir noch Wurst dabei? Da verteilen wir noch Wurst. Nachher gibt es hier im Meetup-Domo auch einen Drink-Up. Vielleicht könnt ihr das zu einem Wurst-Up machen. Ja, Wurst-Up. Wurst-Up im, wie heißt das, Domo oder so? Genau. Im Wurst-Up-Domo, ja. Im Wurst-Up-Domo, ja. Ich denke, wir bringen ein bisschen Wurst mit, ja. Ja. Bis dann.